Du kannst jetzt im schweren Modus spielen. Die Eier, die zu Agumon und Gabumon mit neuen Stimmen digitieren, wurden freigeschaltet. Für diese Digi-Eier gibt es nur eine einzige Digitationsvariante. Sie digitieren bis zu ihrem Ableben oder dem Erreichen ihrer Megaform. Was? Die Eier, die zu Agumon und Gabumon mit neuen Stimmen digitieren, wurden freigeschaltet. Okay, keine Ahnung, was das heißen soll. Für diese Eier gibt es nur eine einzige Digitationsvariante. Das heißt nur ein Schritt, das heißt ein einziges Digimon, das sie immer werden können. Sie digitieren bis zu ihrem Ableben oder dem Erreichen ihrer Megaform. Hinweis: Diese Digimon erhalten ihre Stimmen erst, nachdem sie zu Anfängern digitiert sind. Die Digitation zu Omnimon Sword N wurde freigeschaltet. Finally made it. We've all been waiting. I've missed you, buddy. Kapitel 4 abgeschlossen. Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digimon World Next Order. Und heute betreten wir die Digimon-Welt erneut. Zero! Look, the digital world is back to the way it should be. Sieh nur, die digitale Welt ist wieder so, wie sie sein soll. Digimon said it would take a while, but I didn't think it would happen before summer vacation. Digimon meinte, es würde eine Weile dauern. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch vor den Sommerferien passiert. Wir haben mit unseren kleinen Fingern geschworen, uns wiederzusehen. Das war so peinlich. The digital world and the real world. Time doesn't move at the same speed. Die digitale Welt und die reale Welt, die Zeit vergeht in ihnen anders. That's it. I was totally surprised when I returned to the real world. Genau, ich war total überrascht, als ich in die reale Welt zurückgekehrt bin. Ich dachte, meine Schwestern würden sich furchtbare Sorgen machen. Aber als ich nach Hause kam, war es, als wäre nichts geschehen. Ich war so erleichtert. Ich konnte mich nicht helfen. Ich bin einfach auf und hüllte sie fest. Da war ich, ballte meine Augen aus, während sie mich auf den Kopf patschten. Ich konnte nicht anders. Ich bin hingelaufen und habe sie ganz fest gedrückt. Ich habe mir die Augen ausgeweint, während sie meinen Kopf getätschelt haben. That's sweet. You've got great sisters. Wie süß. Du hast tolle Schwestern. Right? They are great. I must have raised them right, even before I came here. Ja? Ja, sie sind toll. Ich scheine sie gut erzogen zu haben, schon bevor ich hierher kam. Yeah, yeah. We can hear more about your sisters later. But before that, we should go say hello to Gigimon. Ja, du kannst uns später mehr von deinen Schwestern erzählen, aber vorher sollten wir Gigimon Hallo sagen. Ja, wir sollten das zuerst machen. Ich vermisse Tauamon's Sourpuss auch. Ich muss zu Flotia gehen. Ja, das sollten wir zuerst tun. Ich vermisse Tauamon's mürrisches Mundwerk, aber ich muss nach Flotien. Okay, dann. Race you to Gigimon's Haus. Also gut, wer als erstes bei Gigimon's Haus ist. I'll beat you! Ich bin da. We should go too. Wir sollten uns auch auf den Weg machen. Oh, he's my new partner. Name's Noir. Ach, das ist mein neuer Partner. Er heißt Noir. Or Omegamon's Wort D. Oder die veränderte Form vom Onimon's Wort N. Hey. Once reincarnation finished, I took on Omegamon Alter B as my partner. After he was reborn as a Digi-Egg. Als die Reinkarnation abgeschlossen war, nahm ich mir Omnimon Alter B zum Partner, nachdem er als Digimon wiedergeboren war.
We shouldn't make everyone wait. Let's go to Floatia. Ich werde keine Zeit mehr mit Erklärungen verschwenden. Wir sollten die anderen nicht warten lassen. Auf nach Floatien. Okay. Na gut. Hat sich hier irgendwas getan? Irgendwelche Digimon hier? Nö. Schwebt die Stadt immer noch? Das ist hier die Frage. Mal gucken, was uns hier noch erwarten wird. Ich bin mir zu 100%ig sicher, dass es noch eine Late Story gibt. Aber 100%ig sicher. Ich glaube nicht, dass hier das Ganze einfach so vonstatten geht ohne irgendwas. Eigentlich hätte ich auch einfach einen Autopilot benutzen können, oder? Ah, das ist viel epischer. Gut, das Viech ist weg. Das Ding existiert immer noch, seltsamerweise. You're late. Du kommst spät, Zero. Long time no see. Great to see you again. Lange nicht gesehen, Zero. Schön, dich wiederzusehen. As you can see, the digital world is back to normal. We're so grateful. Wie ihr seht, ist die digitale Welt wieder in Ordnung. Wir sind euch unendlich dankbar. Let me add my thanks as well. The reincarnation that you all made possible restored our world to its correct state. Auch ich möchte mich bei euch bedanken. Die Reinkarnation, die ihr ermöglicht habt, hat unsere Welt wiederhergestellt. Stop! You're embarrassing me! Auf, das ist mir peinlich! Then why are you taking the compliments? I'm pretty sure our friend here did the most work. Warum beziehst du die Komplimente denn auf dich? Ich bin ziemlich sicher, dass Zero die meiste Arbeit getan hat. That's true. But we all needed to work together to make reincarnation a reality. We all saved this world. Das stimmt, aber nur gemeinsam konnten wir die Reinkarnation wahr werden lassen. Wir alle haben diese Welt gerettet. We're saviors! Wir sind Retter! What's wrong, Suzuki? Was ist los, Satsuki? I keep wondering if I should be here. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich überhaupt hier sein sollte. This again? I get how you're feeling. The mistakes we made will never go away. Das schon wieder? Ich verstehe deine Gefühle. Unsere Fehler vergessen wir nie. But to make up for it, you took on the Enforcer as your partner. Aber dafür hast du den Vollstrecker zu deinem Partner gemacht. You saved those Digimon, who were unable to purge the BH program with reincarnation. Du hast die Digimon gerettet, die durch die Reinkarnation das GH-Programm nicht entfernt werden konnten. It's not up to me to say whether or not you deserve forgiveness, but I'm sure some people have noticed. Es steht mir nicht zu bestimmen, ob du Vergebung verdienst, aber ich bin mir sicher, dass das einige mitbekommen haben. That's right. Your honesty in trying to make up for your mistakes is really making an impression. Genau, deine rechtschaffenden Versuche, deine Fehler wieder gut zu machen, hinterlassen wirklich Eindrücke. You will be forgiven someday. At the very least, everyone here has forgiven you. Eines Tages wird dir vergeben werden. Immerhin haben dir schon alle, die hier sind, vergeben. Thank you. Very much. Vielen, vielen Dank. Let's just leave it at that. The party is set to go. We'll celebrate tonight. Wenden wir uns anderen Dingen zu. Das Fest geht gleich los. Heute Nacht feiern wir. We can't eat or drink, but we do want to honor Yukimura and the rest. Wir können zwar nicht essen oder trinken, aber wir können Yukimura und die anderen ehren. Yeah. Have lots of fun today, Rika. Ja, viel Spaß, Rika. Party time! Party time! Let's dance! Ich bin schlecht in solchen Dingen. Hey, I need to talk to you. I'll be waiting outside. Hey Zero, ich muss mit dir reden. Warte draußen auf mich. I'm sorry I called you out here while everyone was celebrating,
but I needed to tell you this quickly. Entschuldige, dass ich dich vom Feiern abhalte, aber ich muss dir schnell etwas sagen. You see, the digital world is facing a new threat. Die digitale Welt steht vor einer neuen Bedrohung. Was? When the reincarnation was starting, Mirei and I closed the gate that leads to the singular zone. Als die Reinkarnation begann, schlossen Mirei und ich das Tor zur Singularitätszone. When we did that, some corrupted data that was floating around in the singular zone seeped into this world. Dabei sind ein paar beschädigte Daten aus der Singularitätszone in diese Welt geströmt. The filters were up, but the corrupted data was so small, it looks like it got through somehow. Die Filter waren zwar eingeschaltet, aber die beschädigten Daten waren so klein, dass sie irgendwie durchgekommen sind. Mirei went after what passed through the filters to observe. She found out that it was a little Digimon. Mirei hat sich dabei danach die Filter einmal genauer angesehen. Dabei fand sie heraus, dass es ein kleiner Digimon war. As you know, there's a lot of corrupted data floating around in the singular zone. Wie du weißt, fliegen in der Singularitätszone viele beschädigte Daten umher. That's why I followed that Digimon, using the information from Mirei's observations. Deswegen habe ich dieses Digimon mit Hilfe der Informationen von Mirei verfolgt. It's very bright. I couldn't find a way to capture it. Es ist sehr schlau. Ich habe es nicht geschafft, ihn einzufangen. I talked it over with Mr. Mameo and Gigimon. It seemed like we'd almost found a way to capture it. Ich habe die Sache mit Herrn Mameo und Gigimon besprochen. Was schien es, als hätten wir einen Weg gefunden, es einzufangen. But then it came here and stopped moving. At that point, we started detecting a growing transformational energy. Aber dann kam es hierher und ging nicht mehr weiter. Zu dem Zeitpunkt bemerkten wir einen Anstieg der Verwandlungsenergie. It was trying to digivolve. In fact, es hat versucht, might have already done so. Es hat versucht zu digitieren. Es könnte sogar sein, dass es das bereits getan hat. It's very dangerous, I think. Worse than Omegamon Alter B. A threat we've never seen before. Es ist sehr gefährlich, glaube ich. Schlimmer als Omnimon Alter B. Eine Bedrohung ungeahnten Ausmaßes. Forgive me. I'm not strong enough to face that. Verzeih mir, ich bin nicht stark genug, um mich ihr entgegenzustellen. I'm sorry to have to ask you this, but would you go check it out with me? Ich frage dich das nur sehr ungern, aber könntest du es dir mit mir einmal ansehen? Okay. Thank you. I knew you'd say that. Vielen Dank. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Das klang aber unheimlich. It will probably be a rough fight. Das wird wahrscheinlich ein harter Kampf. Hoffentlich kann ich digitieren. Hang on. Warte, Zero. If there are still Digimon infected with the BH program, could you purge them with this new antivirus? Wenn immer noch Digimon mit dem GH-Programm infiziert sind, könntest du sie dann mit diesem neuen Antivirus reinigen? Ah, du hast von Shoma ein neues Antivirus-Programm erhalten. Du bist zurück, Zero. Ich habe gute Neuigkeiten. Mega Dramon hat sich der Stadt angeschlossen. Es ist ins Labor gegangen. Es scheint ein leidenschaftliches Forschers zu sein. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 134. Wann habe ich das denn geschafft? Wann habe ich Mega Dramon bezwungen? Warte, warte, das ist falsch. Wenn ich nur, so vielleicht. Was? Wer hätte das gedacht? Zero, du bist es. Das ist Forschung, weißt du, Forschung. Anscheinend bin ich in einer Sackgasse gelandet. Könntest du mir vielleicht helfen? Das ist für die Zukunft der Stadt. Wann habe ich den Megadramon besiegt? Du hilfst mir? Alles klar. Für meine Forschung brauche ich jetzt... bring mir eines deiner Partner, die gewonnen, auf im Training 1 und anschließend hierher zurück. Alles klar, dann mal los. Danke schon mal. Trieb aber dann brauche ich. Das ist gemein. Naja, was soll's. So, höchstwahrscheinlich können wir nicht digitieren, aber wir können uns das Ganze mal angucken.
Digimail zum Unendlichkeitskessel. Er muss im Unendlichkeitskessel sein. Sei auf alles gefasst. Ja, das werde ich sein. Höchstwahrscheinlich müssen wir da morgen wiederkommen und hoffen, dass unsere Digimon bis dahin noch leben. Ich speichere sicherheitshalber mal. Auf geht's. Auf geht's, Leute. Gucken wir uns das Desaster mal an. Jetzt hängen hier auch noch Digimon rum. Was ist denn los? Ernsthaft. Oh, die gehen gerade alle aus dem Weg. Perfekt. Lasst mich in Ruhe. Danke. Na, zum Glück können wir hierher reisen. Was wäre das denn für eine Krankheit gewesen, hier den ganzen Weg wieder runterzulaufen? Du kommst auch noch dran, Phoenix, Mann. Eines Tages kommst du dran. Ich frage mich, was er mit meinem Digimon machen möchte. Ich glaube, Megadrabon haben wir bezwungen, aber er war niemals da, weil wir das Spiel erstmal beenden mussten. Wir gucken uns nur mal kurz dieses Digimon an und dann... Keine Ahnung, sterben wir. Ganz einfach. Jetzt wollen die auch noch essen. Okay, now. You hungry? Here you go. Ready to eat? Hey, wieso habe ich nur einem Essen gegeben? WTF? You hungry? Here you go. Akunimon? Oder wie hieß der? Arokenimon? Nee, Arokenimon oder was anderes. Akunimon heißt er. Agunimon oder so. Du bist doch kein schlechtes Digimon, du bist doch ein gutes. Ist du... Oh, ist das? Du kannst deine Worte nicht verstehen. Bei genauerem Hinsehen fällt dir auf, dass dein Körper unscharf ist. Okay, okay. Ich vermute fast, dass es nicht auf dieser Ebene ist. Schön. Einfach schön. Es muss auf einer anderen Ebene sein. Aber dann gehen wir am besten von oben nach unten. Das fühlt sich besser. Aber gut, dann haben wir da noch ein Digimon, auf das ich keine Antwort habe. Ja, das ist cool. Einfach cool. Naja. Unendlichkeitskessel. Schauen wir mal, dass wir dieses bedrohliche Digimon finden. Oder zumindest herausfinden, wo es ist, damit wir jederzeit wiederkommen können. Ja, dafür habe ich 8000 verbraten. Coole Sache. Agunimon ist, glaube ich, das Digimon aus der 4. Staffel, wo sich die Menschen in Digimon verwandeln können. Ach, da in der Ecke ist irgendwas. Hier sind überall neue Digimon aufgetaucht. Neustart. Selbstwiederherstellung läuft. 2%, 2%, 2%. Scheint, als würde unsere Frage nicht zu ihm durchdringen. Okay. Zumindest sind hier schon mal keine Digimon. Das ist gut. In der nächsten Ebene waren ja Black War Greymon und Black wäre Garurumon oder so. Oder Black War Garurumon, keine Ahnung. Die beiden Deppen da. Die ich erst sehr spät besiegen werde. Dann, wenn unsere Digimon unsterblich sind. Lass mich in Ruhe, Knirps.
Oh Gott, das will wirklich kämpfen. Ich fasse es nicht. Oh, ich kann doch nicht einfach fliegen. Doch, ich fliege jetzt einfach. Ist mir egal. Ich will jetzt gerade nicht kämpfen. Ich will herausfinden, was das für ein Digimon ist. Nein, bitte nicht. Ja, meine Digimon, beschützt mich. Vor allem, wenn ich so weitermache, können meine Digimon keine DNA-Digitation mehr durchführen. Schön ist das. Schön, schön, schön. Ich darf nicht zu oft fliegen. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt. Oh, okay, gegen den müssen wir kämpfen. Shit. Oh, das gibt's doch nicht, diese scheiß dämlichen Drecks-Digimon. Ganz ehrlich. Der hält auch noch so viel aus. Aber wir können gucken, ob die DNA-Digitation geht. Nein, geht nicht. Einmal am Tag, es sind mindestens 100 Tage vergangen. Aber kein Scheiß. Ah, jetzt stecken sie wieder fest, cool. Ja gut, dann müssen wir die Ulti noch mal vollziehen. Okay, da du sowieso so viele Punkte hast, Dude. Das macht lieber Schaden, Bro. So, jetzt muss ich auf Venom Biotus mal achten. Der muss jetzt auch Punkte bekommen. Weißt du was? Achso, du hast noch nicht genug Punkte. Dann mach du zumindest deine Ulti. Sonst dauert mir das zu lange. Glitzender Bossschlag. Ja, zumindest ist er gleich tot. Aber mein Digimon auch. Sehe ich gerade mal so. Nein, das war MP. Scheiße. Gerade noch rechtzeitig geheilt. Jetzt tötet das Mistvieh endlich. Das ist doch kein Bosskampf hier. Meine Fresse. Warum bin ich Digimon, um stärker zu werden? Um noch stärker zu werden. Digimon scheint hier auch nicht zu sein. Nein! Oh Gott, ich bin stecken geblieben. Oh, wie bin ich beim ersten Mal so gut durchgekommen? Oh Gott. Wenn ich jetzt hier den ganzen Weg lang laufe und hier ist kein übermächtiges Digimon, dann muss ich jemanden köpfen. Hier ist immer noch rechts. Och, jetzt verzieht euch. Und wieso höre ich mich jetzt plötzlich so anders an? Früher habe ich metallische Geräusche gemacht, jetzt mache ich... Seltsam. Ich muss unbedingt stärker werden. Wobei, Banjo-Lemon ist schon recht stark. Nur das andere ist halt schwach geworden. Hab ich dich. Und du sollst stark sein?
Ich speichere an dieser Stelle. Denn wenn der wirklich so stark ist, dann verbringe ich hier halt einen ganzen Tag. Ist mir scheißegal, den Weg laufe ich nicht nochmal lang. Wobei ich eigentlich nur rückwärts hätte laufen sollen, ne? Ja. Das ist er. Irgendwas stimmt nicht, warte. Bist digitiert? Zu Chrysilimon. Er ist digitiert. Es ist stärker als vorher. Es kommt. Mach dich bereit. Das müsste jetzt Ultra sein, ne? Oder Champion. Weiß es gar nicht. Oh, 40. Boah, das geht. Das geht. Der ist schwächer als das Digimon, was wir gerade bekämpft haben. Vielleicht kriegen wir jetzt endlich das Digi-Ei. Das neue. Was ist los? Oh, weil er verängstigt ist. Wow. Und das soll stärker sein als Omnimon? Ich glaube, ihr habt schlecht geschissen, oder was? Das ist doch nicht stärker. Das ist ein Lappen, ist das. Und vor allem ist es jetzt tot. Doch, ich bitte dich. Geht doch. Es ist entkommen. Aus der Art, wie es gekämpft hat, schließe ich, dass er nicht so stark ist. Vielleicht hat er sich seine Kräfte noch aufgespart. Ja, es ist sehr schlau. Seine wahre Kraft muss das sein, was wir gesehen haben. Bei weitem übersteigen. Ich glaube, er will schon wieder digitieren. Wir sollten ihn besser finden, und zwar schnell. Er ist weggelaufen, weggelaufen, als gedacht. Was? Seltsames Deutsch. Er ist weggelaufen. Geh weiter, wir dürfen ihn nicht verlieren. Okay, weiter geht. Weiter heißt ja runter, ne? Hoffe ich zumindest. Oh, ich hätte das Zelt vorher aufladen sollen. Das hätte mir sehr, sehr, sehr viel Zeit gespart. Aber Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann hoffentlich haben wir ihn gefunden. Haut rein, euer Zero. Tschüss.